Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du die Definition der absoluten Häufigkeit bereits kennen. Das Ziel wird sein, besondere Eigenschaften der absoluten Häufigkeit kennenzulernen. Ich habe hier noch einmal das Kästchen ganz oben auf dem Arbeitsblatt eingeblendet. Ich werde dir jetzt drei Verständnisfragen zur absoluten Häufigkeit stellen, damit du dein Wissen vertiefen kannst. Die erste Frage lautet: Wie groß ist die absolute Häufigkeit in einer Liste mit n Zahlen mindestens? Pausiere kurz das Video und versuche selbstständig eine Antwort auf diese Frage zu finden. Die Auflösung gibt es gleich. Ich hoffe, du hast dir deine Antwort gut notiert. Wir stellen uns diese Frage jetzt ein bisschen anders, und zwar: Wie oft muss ein Wert mindestens in der Liste vorkommen? Das klingt jetzt zugegeben ein bisschen komisch. Muss ein Wert überhaupt in der Liste vorkommen? Wir schauen uns jetzt dazu dieses Beispiel an. Wir haben hier eine Liste mit n Zahlen, und zwar die Zahlen von 0 bis 9. Wenn wir jetzt die absolute Häufigkeit eines Wertes bestimmen, der gar nicht in der Liste drinsteht, zum Beispiel die Zahl 10, dann ist die absolute Häufigkeit gleich 0. Also im Extremfall, nämlich wenn ein Wert nicht vorkommt, dann ist die absolute Häufigkeit zumindest 0, weil der Wert nicht in der Liste steht. Und daher ist auch die Antwort auf diese Frage: Die absolute Häufigkeit eines Wertes ist immer mindestens 0, und zwar ist das der Fall, wenn der Wert gar nicht vorkommt. In mathematischer Schreibweise würden wir schreiben: H von i ist größer gleich 0. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie groß ist die absolute Häufigkeit in einer Liste mit n Zahlen höchstens? Diese Frage ist jetzt also quasi das Gegenstück zur ersten Frage. Pausiere wieder kurz das Video und versuche eine Antwort auf die Frage zu finden. Die Auflösung dazu gibt es gleich. Ich lese die Frage nochmal vor. Wie groß ist die absolute Häufigkeit in einer Liste mit n Zahlen höchstens? Wir stellen uns diese Frage wieder ein bisschen anders, und zwar: Wie oft kann ein Wert höchstens in der Liste vorkommen? Dazu schauen wir uns wieder ein Beispiel an. Wir haben hier wieder eine Liste mit 10 Zahlen, nur ist diesmal einfach 10 mal der Zweier in der Liste. Wir haben jetzt hier das Höchste, was möglich ist, herausgeholt. Jeder Platz in der Liste, wir haben hier 10 Plätze, weil es 10 Zahlen sind, ist der Zweier. Wir haben also jeden Platz mit dem Zweier gefüllt. Wir haben einen Wert genommen und ihn so oft wie möglich in die Liste getan. Mehr ist nicht möglich. Die absolute Häufigkeit der Zahl 2 ist in diesem Fall 10. 10 ist auch gleich der Anzahl aller Werte, die in der Liste sind. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist, dass die absolute Häufigkeit höchstens n sein kann. Und zwar dann, wenn nur dieser eine Wert in der Liste vorkommt. Eben n mal. In mathematischer Schreibweise würden wir das so notieren: H von i ist kleiner gleich n. Es kann also höchstens n sein. Jetzt kommen wir zur Masterfrage. Frage Nummer 3. Was kommt heraus, wenn ich die absoluten Häufigkeiten aller Werte in der Liste zusammenzähle? Also, was ist das Ergebnis, wenn ich die Summe aller absoluten Häufigkeiten bilde? Pausiere wieder kurz das Video und versuche, eine Antwort auf die Frage zu finden. Die Auflösung dazu gibt es wieder gleich. Ich hoffe, du hast auch hier wieder deine Antworten gut notiert. Wir schauen uns jetzt dazu ein paar Beispiele an. Wir nehmen nochmal die Liste vom Anfang. Die 10 Zahlen, die Zahlen von 0 bis 9. In diesem Fall kommt jede Zahl in der Liste einmal vor. Das heißt, wenn ich die Summe der absoluten Häufigkeiten bilde, habe ich eine Summe von 10 Einsern. Also ich habe hier 1 plus 1, Punkt, 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 um ein bisschen Schreibplatz zu sparen. Und in Summe erhalte ich dann natürlich die Zahl 10. Und das ist auch dasselbe wie die Anzahl der Zahlen in der Liste, n gleich 10. Bei unserem zweiten Beispiel, das war die Liste mit den 10 Zweiern, ist es ein bisschen schneller. Und zwar, da die einzige Zahl in der Liste der Zweier ist, brauchen wir für die Summe aller absoluten Häufigkeiten nur die Häufigkeit der Zahl 2. Und die ist gleich 10. Das ist das Ergebnis, und auch hier ist es wieder gleich der Anzahl der Zahlen in der Liste, n gleich 10. Wir schauen uns noch ein drittes Beispiel an. Das wäre jetzt, was die Zahlenliste betrifft, unsere Mischform. Hier haben wir ein paar Zahlen häufiger als andere, und wir bilden wieder die Summe aller absoluten Häufigkeiten. Das wären in diesem Fall die Häufigkeiten von 1,
2, 7 und 8, weil wir hier vier verschiedene Zahlen haben. Um das besser zu veranschaulichen, habe ich das Ganze noch einmal farblich hervorgehoben, damit du siehst, dass hier wirklich nur diese vier verschiedenen Zahlen vorkommen. Im nächsten Schritt bestimmen wir dann die absoluten Häufigkeiten dafür. Wir haben hier 3 Zweier, einen Siebener, 2 Einser und 4 Achter. Das heißt, die absoluten Häufigkeiten sind, wenn ich die Werte dafür einsetze, 2 für den Einser, 3 für den Zweier, 1 für den Siebener und 4 für den Achter. Ich bilde jetzt also die Summe von 2, 3, 1 und 4 und ich bekomme wieder heraus die Zahl 10. Und auch hier ist es wieder das gleiche wie die Anzahl der Werte in der Liste, nämlich n gleich 10. Also egal welche Form ich mir anschaue, die Summe der absoluten Häufigkeiten ist immer gleich der Anzahl der Werte in der Liste. Das ist die Antwort auf Frage Nummer 3. In mathematischer Schreibweise würden wir das so aufschreiben. H von 1 plus h von 2 und so weiter plus h von k bei k verschiedenen Zahlen, zur Erinnerung, so wie wir das hier oben im Kästchen gehabt haben, ist in Summe gleich n. Wir fassen jetzt noch einmal kurz zusammen, welche Eigenschaften wir hier erfahren haben. Die erste war, dass die absolute Häufigkeit eines Wertes immer mindestens 0, also h von i größer gleich 0, und höchstens n ist. Das ist die zweite Eigenschaft, h von i kleiner gleich n. Diese beiden Eigenschaften können wir in kurzer Schreibweise zusammenfassen und erhalten dann 0 kleiner gleich h von i kleiner gleich n. Hier sieht man sehr schön, dass die absolute Häufigkeit immer eine Zahl zwischen 0 und n ist, wobei die Zahl auch 0 oder n sein kann. Das ist das, was das kleiner Gleichzeichen hier bedeutet. Die zweite wichtige Eigenschaft, also die Antwort auf Frage 3, war, dass die Summe aller absoluten Häufigkeiten immer n ist. Auch hier nochmal hervorgehoben, die Summe aller h1 bis hk ist gleich n. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.